Aus welchem Grund sind Sie denn hier heute am Schlossberg nach Bad St. Leonhard gekommen? Ja, ich bin zum, ich weiß nicht, vielleicht 10. Mal da. Jetzt weiß ich nicht mehr, man müsste zusammenrechnen. Weil ich habe auch so viel Wunder erlebt, auch in Bad St. Leonhard. Und wir haben so ein, zum Beispiel einen Rosenduft. Ich habe 3 Leute mitgenommen gehabt. Das war 2010 oder 11, bin mir nicht mehr sicher. Und wir haben uns vom Seher natürlich segnen lassen. Er hat uns einfach jeden auf der Stirn so ein Kreuz gemacht und kurz gebetet. Und wie wir dann weggefahren sind, ganzen Weg nach Eisenstadt, haben wir jeder für sich abwechselnd von unserer Stirn so einen starken Duft wahrgenommen. Und dann habe ich gesagt, riecht sie, es riecht so stark. Und sie sagen, nein, ich rieche nichts. Wir sind alle im Auto, aber sie riechen nichts. Und anders mal sagen die dann, jetzt riecht's. Und ich sage, ich rieche nichts. Also das war für mich der Beweis, für uns alle der Beweis, dass die Mutter Gottes erscheint. Also, ja, also ich würde jedem raten, herzukommen und mal schauen, ob Mutter Gottes, ich glaube, sie würde sich jedem offenbaren. Also ich würde jetzt so sagen, ich rate jeden Menschen, der Gott sucht, wenn er viel betet und Gott wirklich sucht, wird sich Gott ganz sicher jeden von uns offenbaren, weil ich habe ihn einmal gesucht. Ich habe gesagt, gibt es ihn wirklich oder gibt es ihn nicht? Also ich bin mir nicht sicher, weil das ist sehr schwer und sehr hart, so zu leben und viel zu beten und jeden Tag in die Kirche zu gehen. Also man hat sonst nichts mehr vom Leben, aber das ist mein Leben. Und Gott hat mir so viel Wunder geschenkt. Also das waren die Wunder da in Bad St. Leonhard. Und dann habe ich ganz große Wunder noch erlebt.